Danke. Ich freue mich sehr über Schlangenhaut. Wir konnten mit Schlangenhaut alchemisieren. Das macht hier so komische Geräusche, der Laden. Du bringst den Feind mit deinem Angriff aus der Fassung. Was für eine Fassung? Kein Level Up. Bitter. In der Mitte geht's weiter. Eventuell auch noch. Ja, wir können eigentlich einmal außen rum gehen. Der Turm erinnert mich ein bisschen an den Turm von Alexandria, ehrlich gesagt, aus Dragon Quest 8. Wenn ich das mal einfach so reinwerfen darf. Ja, sei mal stinkwütend, bist sowieso tot. Ist wurscht, wie wütend du bist. Ah, was gibt's? Ein Batzen Schauderschlamm. Oh, den brauchten wir doch auch für irgendwas. Oh, ich glaube, wir sollten bald mal zurückgucken. Hier gibt's Sachen. Fiole Krötenöl. Wasabi-Dings. Wasabi-Dings. Okay, macht nicht wirklich viel Schaden. Macht nur Kachau. Überlebt der Sausack auch. Merkurstoß macht bestimmt nur 80% Schaden oder sowas. Bestimmt. Erledigt. Engelsglocke. Ich erwarte die ganze Zeit eine Fresstruhe. Warum kriege ich keine Fresstruhe? Man ist ja nicht so, dass ich danach gier, aber trotzdem. Danke. Ein Blödler. Sehr schön. Kostet leider MP und wenn etwas Neko nicht hat, dann ist es MP. Gott, ich will auch Helmspalter. Aber ich sag euch, wenn wir irgendetwas mit Axt haben, ne, was ich lernen kann oder sowas, dann werde ich ein Axtträger. Kann ich jetzt schon sagen. Den töte ich, weil der hier so einsam in dieser Ecke steht. Ich mag es nicht, wenn Schleime einsam in der Ecke stehen. Die muss ich dann immer töten. Okay, das ist ein neuer Schleimstapel, kenne ich noch nicht. Oh Gott, ich weiß noch hier, Majo Bijo, nee, wie heißen die? Diese vier Dinger, die zusammen fusionieren in Dragon Quest. Aua. Mensch. Nee, in Dragon Quest 8. Die waren immer total böse. Die sind jetzt aber auch nicht gerade unböse gewesen. Sandy, level up. Sandy kriegt 4 Talentpunkte. Ich hab dich auf, ja. Ich würde tatsächlich mal auf Kleptomane gehen, oder? Da geht's nur runter. Gut, ich gehe jetzt einfach so über
Über unten lang, das ist der kürzere Weg. Gehen wir einen höher. Das ist hier so der Turm von Alexandria. Wo sind wir hier gelandet? Okay, der Zombie tritt da gerade raus. Hallo, Mr. Zombie. Das ist der Herz allerliebstes. Bleibt der Todesstoß bis zum nächsten Kampf? Nee, ne, das wäre ja Quatsch. Das wäre Quatsch. Case liest die Inschrift. Eine Berufung ist das Tor zu grenzenlosem Potenzial. Seine Berufung selbst zu wählen, ist das Recht eines jeden Sterblichen. Ich wollte meine Pilzmagier angreifen, den haben wir noch nie angegriffen. Pilzmagier. Die Zombies nerven halt nur, weil sie halt viel Leben haben. Die haben halt viel Leben und machen viel Schaden. Siehst ja hier, aua. Und jetzt haben sie mich vergiftet, die Saukröten. Aber das Gute ist, wir haben ein Giftungskram, also. Wir haben genügend Zauber drauf. Ein Magie-Kloppkäppchen. Brauchen wir, glaube ich, auch für irgendetwas. Machen wir einmal ganz kurz hier alle heilen. Sind wir auch gleich wieder hochgeheilt. Dann sind wir auch gleich wieder hochgeheilt. Eins. Eine Mini-Medaille. Wir wissen noch nichts damit anzufangen. Ich habe noch nie gegen einen Draco gekämpft hier. Gut, das sind Drakinis, aber... Schon tot. Toll. Warum überlebt er das? Ist das nicht ein Instant-Tod? Nee. Das war schwuppdiwupp, ne? Irgendwie so war, glaube ich, Instant-Tod. Ganz böse, bei Instant-Tod bist du halt immer gleich... Ah, ich weiß noch, die Fresstruhen im späteren Spiel, die dann da schwuppdiwupp auf die ganze Gruppe machen konnten. Und wenn du Pech hast, sind einfach alle deine Leute tot. Du hast verloren. Ach, das waren Zeiten. Ach, man, so viele... Man hat so viele Erinnerungen dran, ne? Man hat so viele Erinnerungen an einen... Spiel, was du schon seit Ewigkeiten... Na gut, Ewigkeiten ist es jetzt nicht her, wo wir es gespielt haben. Na, komm her. Vielleicht seid ihr in Dreier-Schleim-Gruppe, denn... Ja, natürlich seid ihr in der Dreier-Schleim-Gruppe. Jetzt nicht mehr. Oh, warte doch. Jetzt nicht mehr. Entschuldigung. Ihr müsst erst Unterstützung herbeirufen. Schleimstapel. Überleben echt alles, ne? Und machen dabei echt Schaden. Und betäuben können wir auch kein Schwein hier. Kein Schleim, Entschuldigung. Nicht kein Schwein, sondern kein Schleim. Ein Klumpen Eisenerz. Nur nehme ich doch gerne mit. Hoffentlich können wir nachher eine Abkürzung bauen oder sowas. Damit wir wieder uns heilen können oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich bin schon ganz angeblödelt. Bats.
Mach das bloß nicht beim Metallschleim. Peng. Aua. Tatsächlich aua, weil der halt konzentriert war und Peng alle trifft. Ich will auch die Fähigkeit Peng. Dann bin ich ein Penguin. Sollten eigentlich schon wieder alle heilen, ne? Es wird langsam brutal. Es wird langsam brutal. Weil halt jeder gerade kämpfen will. Und wir nicht durchkommen. Feuert euch mal alle gegenseitig an. Das könnt ihr lassen. Heilen. Heilen geht gar nicht. Gut, dass er einen normalen Angriff gemacht hat. $1,200 Geld. Nur, den nehme ich doch gerne mit. Zu perplex ist immer gut. Zu perplex bedeutet gleich tot. Wobei, ist sowieso tot. So, hier unten rechts. Raffinerieöl. Was ist das hier eigentlich? Ein paar Eisenhandschuhe. Mist. Oh, die haben auch noch so viel Leben, die Schweine. Nein, nicht schreien. Nicht beeindruckt. So will ich das doch sehen. Dann kannst du so viel schreien, wie du willst. Wenn ich davon eh nicht beeindruckt bin. Oh, sehr schön. Giftmottenmesser hat betäubt. Oh, ist sowieso schon tot. Anne, Level up. Oh, magische Tierhaut kann man immer gebrauchen. Ich wollte gerade Nein sagen. Hey, ich habe die noch überrascht. Frech. Kritz kannst du gleich mal sparen, Alter. Dunkelheit und Magie habe ich keinen Widerstand gegen. Mirsch kannst du auch gleich mal sparen. Was ist denn jetzt los hier? Weg. Wenigstens einer schon mal weg. Kritz. Au.
Gegen einen Ritter? Gegen den Ritter haben wir noch nicht gekämpft. Die ruhelose Rüstung. Hat sich ja nichts geändert bei denen, wa? Dämmerstoff kann man bestimmt auch gut gebrauchen. Wir mogeln uns so ein bisschen durch. Nein, lass mich. Nein, lass mich. Ich mogel. Gerade noch so ausgewichen. Ah, verdammt. Versucht. Peitsch. Sandy ist vergiftet, aber ich werde uns sowieso gleich heilen, also. Weil wir garantiert gleich, das sieht so aus wie, ne? Das, als wenn wir gleich letzten Stockwerk wären. Das sieht so aus, als ob wir gleich im letzten Stockwerk wären. Ich weiß, es geht von MP runter, aber ist egal. Wurscht. Anna hat noch ein bisschen MP. Passt. Okay. Okay. Oh, eine Kiste. Ich hab's mir fast gedacht. Ich habe das Gefühl, dass in den roten Kisten Mini-Medaillen drin sind. Weiß ich nicht. Aber mal schön, mal ein paar Kisten zu finden, tatsächlich. Zauberwasser. Case liest die Inschrift. Begib dich nicht leichtfertig auf den Pfad der neuen Berufung. Einmal gewählt, wird sie dein Leben fortan bestimmen. Ein bisschen Schiss. Naja, gehen wir rein. Ja, ich habe definitiv Schiss. Oh, allmächtiger Born der Berufung. Oh, mysteriöse Macht, welche die Winde des Wechsels wehen lässt. Komm, komm jetzt zum... Hm? Wer wagt es, diese heilige Zeremonie zu unterbrechen? Aber wenn ihr den Ritus stören wollt, sind eure Mühen vergebens. Niemand kann sich den Willen der Himmel widersetzen. Sie ist nun mein, die Macht der höchsten Führung, die Weisheit, meine Schäfchen einzig entlang des erhellten Pfades zu leiten. Bitte verleiht mir, Ablutius, von der Alles-Neu-Abtei noch größere Macht, um mehr... ich hab einen Mückenstich am Arm. Entschuldigung, um noch mehr verlorene Seelen zu retten. Erfüllt mich jetzt damit. Weihe mich. Gewähre mir die Gaft. Die Gaft. Die Macht der. Die Gabe der ultimativen Führung, meine Güte. Die Gaft. Ja. Ja. Die Macht naht. Sie möge mich verzehren. Wenn etwas lila und dunkel um dich herum blitzt, ist es keine gute Macht. Aber was ist das? Was ist aus mir geworden? Was für eine grässliche Gestalt ist das? Bin ich jetzt etwa ein Monster? Diese Finsternis, diese
Dunkle Macht, es ist nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Cell? Und dennoch, auch die Mächte der Tyrannei und des Terrors können meine Schäfchen auf den rechten Weg bringen. Der sieht aus wie Cell mit seinem Schwanz hinten. Lucius war einmal. Von jetzt an bin ich Luciferius. Und wer mir nicht gehorcht, wird meinen Zorn spüren. Wirst du mich aufsaugen? Schön, schön. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich werde meine neu erworbenen Kräfte an dir ausprobieren. Also wirst du mir erlauben, dir den Weg zu weisen, oder stellst du dich lieber den Konsequenzen deiner Weigerung? Ich erlaube... Achso, ich habe keine Aus... Okay, wir machen jetzt was richtig Nices. Fähigkeit. Aufputschen. Neko. Fähigkeit. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie funktioniert. Du machst auf jeden Fall erstmal ganz wichtig. Stärkung. Auf Neko, der ist nämlich ein schwaches Gemüse. Konzentration. Ich weiß nicht, ob Gift auf den Dingern wirklich funktioniert. Lass das. Au, okay. Ja, okay, au. I don't like that is au. Den hau ich gleich auf die Fresse. Neko durchbuffen hier. King, kann ich mit leben? Wir brauchen Mega-Stärkung, ganz dringend. Geht das auf 100? Nee, geht noch nicht. Ja. Boah, mit 9 Schaden ist aber auch echt nicht viel, ne? Möchte ich nur mal sagen. Das ist doof. Da hast du aber auch genau den Falschen erwischt mit unseren Heiler. Okay. Hm? Ach ja, weil... Ja. Ja. Jetzt kacke. Sehr gut. Ein Crit-Treffer ist immer sehr schön. Müssen gucken. Wir kämpfen uns da schon durch. Das tut am meisten weh. Okay, wir müssen uns mal alle gleich mal mit Heilkraut alle mal hochheilen. Ein Heilkraut haben wir zum Glück noch. Du kennst keine Zauber. Okay.
Einmal mal durchheilen. Wir müssen erstmal wieder auf einen gewissen Standpunkt sein. Wow, Sandy ist tot. Weil der so schnell war. Dass der plötzlich das gemacht hat, kam jetzt ein bisschen überraschend. Oh, Zauber. Ich habe nichts, um wiederzubeleben, wa? Okay, halt. Kann ich mitleben. Normalen Angriff kann ich absolut mitleben. Hä? Habe ich mich jetzt vertan? Hä? Oh, ich war... Ja, gut, mein Fehler. Mein Fehler. So wollte ich. Entschuldigung, das war jetzt doof. Aber kann ich mit leben? Oh, ich hoffe, der ist bald tot. Ich hoffe, der ist bald tot. Jetzt kriegt Sandy nicht mal mehr die XP jetzt davon, ne? Wenn das so ist, wie es früher auch war. Au, Alter, das macht aber auch Schaden mit 31, ne? Oh, Gott sei Dank. Kann ich noch mit leben, ist alles gut. Angriff normal, kann ich super mitleben. Ist halt nur gegen das, ne? Stirb doch einfach! Ich habe vergessen, dass wir Mittelheilung haben übrigens. Ist nicht aufgefallen, oder?
Das ist ganz schön durchheilen. Und dadurch, dass Sandy tot ist, haben wir auch nochmal echt... Uns fehlt jemand. Aber Sandy ist so ungünstig gestorben. Ah, erledigt. Mann, der war ja schon hart. Cool, hat mir gefallen. Okay, Sandy kriegt 300 EXP. Naja, gut. Ein bisschen was kriegt sie. Ja, ich konnte nichts dagegen. Die liegt halt tot rum. Ich kann da nichts machen. Sie ist halt tot. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was gibt's denn? Ein Lavaklumpen. Na, das ist ja jetzt allerliebst. Nein! Meine Kräfte! Meine schönen neuen Kräfte! Ich möchte meinen Beruf wechseln. Oh. Was mache ich denn hier? Und wer seid ihr? Was tut ihr hier? Ihr sucht nach einer schimmernden Frucht, sagt ihr? Ja, natürlich. Ich habe diese Frucht gegessen und danach erinnere ich mich an kaum etwas. Ich erinnere mich nur noch an dieses schreckliche Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Hä? Ihr sagt, ich hätte eine monströse Form angenommen und wolltet mein Schäfchen mittels Tyrannei und Terror führen? Und ihr habt mich dann vor dieser verzerrten Ausgabe meiner selbst gerettet? Ich verstehe. Aber ich muss jetzt zurück zur Abtei. Viele verlorene Seelen dort bedürfen meiner Führung und ich krieg auch kein Danke. Meins! Oh, die Frucht. Schau doch mal, eine verflippte Feige. Und ich dachte, dieser vertrottelte alte Abt hätte sie aufgegessen. Er hat sie aufgeschissen. Feige! Case erhält eine Feige! Case fühlt sich feige! Was? Ah, du hast endlich eine Feige aufgetrieben. Ich freue mich ja wie ein Schneekönigin für dich, aber wenn man sieht, was so ein Ding aus einem scharfsfrommen alten Sterblichen wie dem abmachen kann, dann... Aber wir können es ja eh nicht ändern, wa? Gehen wir zurück zur Abtei und gucken uns diese Berufungswechsel mal an. Aber dermaßen sowas von. Okay. Muss ich hier erstmal Hintertürchen nutzen, oder? Stoße ich mir den Kopf? Okay, ich stoße mir den Kopf. Ich stoße mir den Kopf, wenn wir das machen.